Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch den Workaround vom K2K Merch Glitch zeigen. Ja, auch für diese Version braucht ihr auch wieder die Hilfe von einem Freund. Ebenso braucht ihr das Auto, von dem ihr die Settings übertragen wollt. Das heißt, ihr braucht einmal das Spenderfahrzeug und ein Fahrzeug, was ihr euch merchen wollt. Euer Freund braucht auch irgendein Auto, welches Auto, das ist es auch völlig egal. Und ja, ebenso müsst ihr noch die Jobmarkierung einstellen, so dass ihr die ganzen blauen Markierungen auf der Map seht. Das macht ihr einfach, indem ihr das Interaktionsmenü öffnet, auf Markierungsoptionen und dann einfach die Jobs müsst ihr alle auf einstellen. Und dann werden auch die blauen Jobs auf der Map angezeigt. Und wenn ihr soweit alles vorbereitet habt, dann können wir auch schon direkt losstarten. Begibt euch einfach mit eurem Freund vom LSK mit. Ihr fordert euch einfach das Auto an, was ihr euch merchen wollt. Fordert das Auto einmal an und jagt das Auto einmal in die Luft. Habt ihr das gemacht, öffnen wir einmal das Handy, rufen den Mechaniker an und bestellen uns jetzt einmal das Fahrzeug, von dem wir die Settings übertragen wollen. Das heißt, wir rufen jetzt einmal das Spenderfahrzeug an. In meinem Fall nehme ich einfach jetzt hier von dem neuen Corsita. Den habe ich schon gemoddet. Einfach die Settings übertragen. Ich habe jetzt hier für das Video einfach nur hier einen kostenlosen Elegy geholt, um mir das Auto zu merchen. So ist das Auto dann angekommen. Steigt einfach in das Auto ein und begibt euch ins LSK-Meet. Dort im LSK-Meet angekommen, muss unser Freund uns jetzt einmal einen Sprintrennen starten. Das kennt ihr jetzt auch noch vom letzten K2K-Merch. Wir nehmen die Sprinteinladung einmal an, lassen die Zeit dann komplett ablaufen. Sobald die Zeit dann abgelaufen ist, werden wir einen kurzen schwarzen Bildschirm bekommen. Dann wird das Rennen ganz normal starten. Wir warten einmal, bis das Rennen startet. So, ist das Rennen gestartet. Gehen wir einmal ins PSN-Menü. Dann gehen wir auf Freunde, auf Suchen und nun müssen wir einmal den Anavac-Bot beitreten, der im anderen Zielmodus ist. Der heißt für die PlayStation 4 Anavac 2 P4, für die PlayStation 5 Anavac 1 P5. So, einfach das Profil raussuchen. Und dann können wir den ganz einfach beitreten. So, die erste Meldung, die kommt, die ganz einfach mit X annehmen. Die zweite Meldung mit Kreis ablehnen. Dann gehen wir einmal auf Options. Gehen wir auf die Karte. Nun seht ihr nur noch die zwei Jobs oben links. Die anderen Jobs, die sind jetzt alle verschwunden. Ist auf jeden Fall perfekt. Wir drücken auf Viereck. Dann auf X. Auf jeden Fall perfekt. So, haben wir das dann gemacht. Begeben wir uns einfach zu LS Customs. So, wir fahren einfach ins LS Customs rein. Drücken dann einmal Kreis, um zu verlassen. Dreiecke drückt lassen zum Respawn. Wir lassen einfach Dreiecke gedrückt. Dann werden wir einen schwarzen Bildschirm bekommen. Jetzt müssen wir nochmal den Bot einmal beitreten. Wir warten, bis die erste Meldung kommt. Die erste Meldung einfach mit X bestätigen, die zweite wieder mit Kreis ablehnen. Und dann werdet ihr ohne Auto im LS Custom spawnen. Ist auf jeden Fall perfekt. Als nächstes, ja, begebt euch zur Straße, klaut euch irgendein NPC-Auto. So, wir steigen einfach ins Auto ein. Dann werdet ihr nach ein paar Sekunden merken, dass es einmal kurz rumbackt. Und dann wird auch euer Auto auch auf der Map wieder angezeigt. Ist auf jeden Fall perfekt. Wir öffnen wieder das Interaktionsmenü, gehen dann auf Fahrzeuge, persönliches Fahrzeug wieder einlagern. Nun öffnen wir einmal das Handy und bestellen uns einmal das Auto jetzt wieder, was wir eben zerstört haben. Also das Spenderfahrzeug und so, das geht auch nicht verloren, da braucht ihr keine Angst zu haben. Wurde das Auto dann geliefert, einmal Selbstmord begehen und wenn ihr jetzt wieder spawnt, werdet ihr sehen, dass ihr mit dem neuen gemergten Auto spawnen werdet. Und ja, um das Auto jetzt einfach abzuspeichern, fahren wir jetzt ins LS Customs rein. Wir ändern einfach irgendwas an dem Fahrzeug, irgendwas Günstiges ändern und damit ist das Auto abgespeichert. Im anderen Fall könnt ihr auch das Auto in mobile Kommandozentrale reinfahren, aber hier mit LS Customs geht es auf jeden Fall schneller. Und ja, als nächstes muss euer Freund dann einfach nur noch das Rennen beenden oder die Lobby verlassen
und schon habt ihr das Auto und schon habt ihr das erste Auto fertig. Ich kann jetzt mal zeigen, ob es auch das auch geklappt hat. Ich rufe jetzt einmal den Mechaniker an, bestelle mir gerade den Elegy und ihr seht da oben, dass ich jetzt den neuen gemergten Elegy habe. Und ja, das war es auf jeden Fall schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.